Heute begrüßen wir ganz herzlich Frau Dr. Ingeborg Schmidt bei uns. Ingeborg hat Mieminger Wurzeln, ist Volkskundlerin und leitet zurzeit das Holzknechtmuseum in Ruppolding im Chiemgau. Sie hat sich intensiv mit der Geschichte von Mieming befasst und ist die Autorin vom Buch Mieming – Geschichte und Geschichten. Ingeborg, schön, dass du da bist und dass du dir das einrichten hast können und dir Zeit für uns nimmst. Ja, danke, dass ich da sein darf. Mittlerweile ist es ja schon 10 Jahre her, seit das Buch Mieming – Geschichte und Geschichten herausgegeben worden ist. Was hat die damals dazu bewogen, das Dorfbuch Geschichte und Geschichten zu nennen? Ja, sind es echt schon 10 Jahre. Wir haben lange überlegt, wie wir es nennen, weil eigentlich war ursprünglich der Arbeitsauftrag, ein Gemeindebuch zu machen. Dann war es schon ein Schritt dazu, dass wir gesagt haben, Dorfbuch, weil das mehr zum Ausdruck bringt, dass ganz viele Leute damit beschäftigt waren und einbezogen worden sein. Und es ist auch wirklich ein Dorfbuch geworden und war auch so aufgebaut, dass wir entlang der Geschichte von der Gemeinde Geschichten sammeln. Und aus dem hat sich dann der Titel entwickelt, der für mich einfach auch ein Hinweis darauf ist, was drinnen ist. Es ist die Geschichte, aber es sind die Geschichten drumherum. Es ist das, was man nicht aufschreiben kann, versucht trotzdem mit einzubringen. Gibt es aus der Zeit eine Begebenheit, an die du dich besonders gern erinnerst? Ja, ich habe es jetzt vorher noch mal durchgeplättelt und da kamen ganz viele Geschichten in meinen Kopf. Es waren hauptsächlich die Begegnungen mit ganz viel Leid, ganz viele Situationen in ganz viele verschiedene Stuben, wo einfach dann Leute mir ihr Leben anvertraut haben oder zumindest einen Einblick in das Leben. Und ja, ganz schön war es, dass die Tante Margret, die meine Leittante war, plötzlich auch eine Interviewpartnerin war. Wie wir das Buch fertig gehabt haben, die Freude, das dann dem Dorf zu präsentieren und mit dem Dorf zu präsentieren, das bleibt mir ganz fest in Erinnerung. Oder ja, das gemeinsame über einem Fotoalbum hocken, wenn halt die Tiere auch gehört, und einer kracht und sagt, bist du die Sekretärin vom Holzhaus Michel? Bist du die mit dem Buch? Ich habe etwas für dich. Du wolltest ja wissen, wie das mit den Schafen ist. Schreib auch. Die großen Schafe, die haben mir auf Mieming gebracht. Und so weiter und so fort. Ja, ja. Viele damals aktuelle Themen aus dem Buch haben sich ja eigentlich schon wieder selber überholt. Ich denke gerade das mit den Ortstafeln. Ja. Viel Neues ist dazugekommen. Leben wir in einer Zeit, in der man in kürzeren Abständen Geschichte und Geschichten schreiben müssen? Das ist eine interessante Frage. Ich weiß es nicht, ob es schneller ist, als es früher war. Das kann ich nicht beurteilen. Ob man regelmäßig ein Buch ausgeben muss, ich weiß es nicht. Aber vielleicht kann man es laufend festhalten, dass wenn man dann wieder einen Zeitpunkt feststellt, wo man sagt, so und jetzt machen wir ein Buch, dass man das Material hat dafür. Und ich denke mir gerade Sachen, die einen im Moment als gar nicht so aufschreibenswert vorkommen, sind die, die dann aber auch der Stoff für die Geschichten sind. Wenn ich da ein paar persönliche Fragen anstellen darf. Wie kommt eine Tirolerin nach Ruppolding ins Holzknechtmuseum? Wenn man derzeit Kurz und Söder fragt, dann kommt man nur mit ganz viel Zettel über die Grenze. Wie ich zur Stelle gekommen bin, es war eine Stellenausschreibung. Ich habe von dem Museum gar nichts gewusst, außer dass es ganz interessant geklungen hat, was ich jetzt auch in die 3 Jahre, wo ich jetzt draußen bin, bewahrheitet hat. Es ist ein Museum, das handelt von der Geschichte des Holzknechtberufs im Chiemgau. Und was mir natürlich zuerst eher fern war, weil das ist jetzt nicht gerade das Metier, aus dem ich komme.
Aber je mehr ich einwachse, desto heimischer fühle ich mich und habe auch das Gefühl, dass es gar nicht so weit hergeholt ist. Und nebenbei bin ich gar nicht die erste Tirolerin, die, oder Tirolerin vielleicht, aber Tiroler in den Chiemgau zu holen, um sich mit dem Holz, Wald zu beschäftigen, ist auch Tradition. Weil gerade so in die 20er Jahre hat es eben wieder ziemlich große Windwürfe gegeben in Oberbayern. Und da hat man ganz schnell ganz viel Leute gebraucht, die ihr Handwerk verstehen und die geländegängig sein im Bergwald. Und da sind sie immer wieder auf die Tiroler zurückgekommen. Also ich stoße vor allem auf Unterländernamen. Und auch wenn ich den Holzknechtverein anschaue in Ruppelding, der 400 Jahre alt ist, es kommen ständig Tiroler vor. Insofern haben wir jetzt echt ein bisschen, ja. Was ist das Faszinierende am Thema Holzen? Ja, wenn ich jetzt draußen das Museum anschaue, ist es schon faszinierend, sich mit einem Beruf zu beschäftigen, der über 400 Jahre dokumentiert ist. Es hängt draußen damit zusammen, dass man für die frühe Industrialisierung, also Salzgewinnung und Eisenproduktion, in großen Mengen Holz gebraucht hat und damit einfach einen eigenen Beruf. Das heißt, es hat eine ganz lange Tradition, eine lange Entwicklung und dicht über die ganzen Jahrhunderte bleibt das Werkzeug, bleibt das, was man tut, ziemlich gleich. Die Forstwirtschaft als Ganzes entwickelt sich natürlich rasant vom Maschineneinsatz, von Klimawandel, Naturkatastrophen, aber im Bergwald bleibt es ziemlich gleich, da kannst du nicht mit den riesigen Geräten im Weg sein. Und das ist es vielleicht, was das Spannende ist, dass es eine lange Tradition hat mit wenig Veränderung und trotzdem mit ganz vielen aktuellen Fragen. Und ich glaube, das Thema Holz und Wald wird immer aktueller und betrifft immer mehr Leute. Und ist einfach eine weltweite Geschichte, weil sie mit uns als Menschen, die in der Natur leben müssen, wollen, kennen, ganz eng verbandelt ist. Und wie geht es jetzt mit dem Holzknecht-Museum nach der besonderen Situation weiter? Ja, ich traue mir es fast gar nicht laut zu sagen, aber uns kommt es momentan sehr entgegen, dass wir nicht aufsperren dürfen, weil wir hinter den Kulissen, hinter den verschlossenen Türen ganz fest beim Werkeln sein. Ich habe nämlich ein Riesenglück, ich habe ein Museum übernommen, das es seit 35 Jahren gibt und das im Frühjahr oder im Sommer, wenn wir so weit sind, völlig rundum erneuert aufsperren soll. Und damit darf ich jetzt ein Museum komplett neu gestalten. Weil sich in den 30 Jahren einfach ganz viel getan hat in der Art und Weise, wie man Forstwirtschaft betreibt, aber auch wie ein Besucher ein Museum wahrnimmt, was die für Ansprüche haben in der Medientechnik, dass man heute einfach nicht nur Texttafeln hinstellt, sondern auch mit den Besuchern arbeitet. Und ja, insofern freue ich mich schon drauf. Du hast ja Mirminger Wurzeln, Ingeborg. Deswegen kriegst du jetzt auch noch unsere typischen Mirming-bezogenen Fragen gestellt. Ui, Sachunterricht. Es ist kein Sachunterricht. Okay, gut. Es geht um Mirming und um die. Mhm. Wir würden nämlich ganz gerne wissen, was ist dein liebster Platz am Mirminger Plateau? Ah, da habe ich viel. Gern bin ich am Soßberg. Da habe ich schon so Platzlein. Die muss ich ja nicht sagen, oder? Ja, der Schatzstein war allem etwas, wo ich gern gespielt habe, wo ich gern zum Traurigsein, zum Spinnen, aber auch zum Verliebtsein hingegangen bin. Ja, in der Kette gibt es ein paar Plätzchen, wo es heimelt. In der Nähe von einer Quelle bin ich nicht ungern. Eigentlich gibt es ganz viele Plätzchen, ja. Muss ich mich jetzt entscheiden, oder? Nein, gut. Ich glaube, es reicht, wenn ich so ein bisschen was auswählst. Was ist dein Lieblingsausdruck auf Mirmingerisch?
Schimpf gekriegt habe ich einmal wegen dem Ausdruck Eiche. Weil Mama und der Tante sind ja aus Metztal und ich habe als Madele hinten gesehen. Und dann hat die Tante Clara gesagt, wie sagt mich? Eiche sagt mich! Seitdem habe ich gelernt, Eiche, ja. Fahrrad oder E-Bike? Fahrrad. Wandern oder Bergsteigen? Bergsteigen. Die Mirminger Krette hast du jetzt ja schon erwähnt. Hast du einen Lieblingsgipfel? Das Liebste ist mir der Blick auf den Fisch. Gell? Gipfel mit der Grässpitz verbinde ich viel. Auch blöttig, auch traurige Geschichten, aber wenn ich mich festlegen muss, ja Grässpitz. Beschreib es Mirminger Plateau mit Armwort. Trieber. Beschreib die Mirminger in Armwort. Manchmal auch Trieber. Was ist in deinen Augen also typische Mirminger Charaktereigenschaft? Was kann es halt sein? Ja, ich glaube, dass prinzipiell Gegenden, wo die Sonne viel scheint, wo Leute durch müssen oder drüber müssen, um wohin zu kommen, dass das schon einen guten Stolz in Leute verankert. Ja, glaube ich schon. Wie hat sich das Mirminger Plateau während deiner Erinnerung verändert? Wir haben bei der Foni gelernt, es gibt 11 Ortsteile und die kann ich allem nachratteln. Das hat sich sicher verändert, also es ist im Gegensatz zu mir gewachsen. Auf oberflächlich angeschaut ist es vielleicht auch Richtung Stadt gewachsen. Was hat sich noch geändert? Ja, vielleicht gibt es jetzt viel mehr Definitionen dessen, was ist ein Mirminger. Und ansonsten kann man auch nicht sagen, dass es allein sich entwickelt hat, weil es hat sich die ganze Welt entwickelt, das Drumherum entwickelt. Ja, Geschichte und Geschichten mit der Vielfalt von den Leuten, die da leben, so vielfältig haben sich die einzelnen Bilder von Mirming wahrscheinlich auch entwickelt. Ich glaube gar nicht, dass das so Mirming-spezifisch ist. Was ist dein größter Wunsch an die Zukunft? Auf Mirming bezogen, oder? Auf Mirming und auf die. Ja, weiter Geschichten sammeln zu dürfen und sensibel zu bleiben für die Geschichten. Wir haben das Buch hier da liegen. Ja. Dein Buch. Das Mirming-Buch. Ja. Darf man dich bitten, dass du uns zum Abschluss noch ein Stück draus vorliest? Ja, gern. Also uns möchte ich schon noch sagen, es ist schon ein gewissen Sinn mein Buch, aber es ist unser Buch. Und es war nicht gegangen, weil wir nicht so viel Leute zusammengeholfen hatten in meiner Familie. Meine Familie, alle möglichen Leute, die da mir das Vertrauen geschenkt haben, das auch zu nehmen. Und vielleicht darf ich da noch Dankeschön sagen dafür. Ja, jetzt muss ich gleich schauen, ob ich das Zettel finde. Da kommt eine Frau zu Wort, und zwar ist das die Hebamme Aloysia Zuller. Die ist von Mirming auf Nosreit übersiedelt und aufgenommen haben wir das in das Kapitel Lebenskreis. Da ist es gegangen um Gesundheitsversorgung, um die Reise des Menschen von der Geburt zum Tod. Und die hat da ein bisschen vom Heinz Uffer erzählt, vom Arzt.
Und sie ist außerhalb von Mirming quasi als Geburtshelferin tätig gewesen, ist aber immer wieder als Hebamme und zur Mütterberatung nach Mirming gerufen worden. Und sie hat dann erzählt, ich habe das jetzt versucht in eine Verschriftlichung zu bringen, der Heinz, also der Heinz Offer, der hat, ich glaube, 49 die Ordination übernommen. Der Heinz hat die Geburtshilfe immer mögen. Einmal hat er mich geholt, da hat er schon abgenabelt gehabt und das Popele schöner eingewickelt, als es die liebste Mama tun könnte. Und da hat er dem Baby sogar einen Schnuller gesucht. Der hat das nicht nüchtern, medizinisch. Der hat einfach das Menschenkindl gesehen. Ja, und dann hat sie weiter erzählt, dass sich in der Geburtshilfe in den letzten Jahrzehnten enorm viel geändert hat. Dann hat sie gesagt, wir haben ja am Anfang kein Kardiotokogramm gehabt und keinen Ultraschall, aber man entwickelt in dem Beruf einen sechsten Sinn. Und das Gespür war früher ausgeprägter ohne Apparate. Und dann habe ich sie gefragt, ja, wie sie denn überhaupt auf die Idee gekommen ist, Hebamme zu werden. Und dann hat sie gesagt, sie hat da ein Obermirminger Vorbild gehabt. Hat sie mir erzählt, als Madele, wenn wir am Feld draußen gewesen sind, ist immer die Plattnerslehne vom Boden vorbeigeradelt. Und hinten auf dem Radl hat sie die Tasche gehabt. So eine, wie sie früher die Doktoren gehabt haben. Halt eine richtige Hebamme. Und dann hat sie ihm erzählt, das war halt ihr Wunsch, dass sie einmal mit so einer Tasche auf dem Weg ist. Dankeschön. Danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und wir wünschen dir weiterhin alles Gute. Danke vielmals. Bitte.